Konnichiwa, Minasan! Was waren die wichtigsten Gründe und Folgen des russisch-japanischen Kriegs und wann fand der überhaupt statt? Der russisch-japanische Krieg fand von 1904 bis 1905 statt und lässt sich somit in die Meiji-Zeit einordnen. Vor diesem Krieg hatte Japan schon den ersten chinesisch-japanischen Krieg gewonnen. Die Hauptgründe für den russisch-japanischen Krieg waren die Besetzung der Mandschurei durch russische Soldaten und die Errichtung von Militärstützpunkten auf koreanischem Territorium. Japan war bereit, den Zugriff der Russen auf die Mandschurei zu akzeptieren, unter der Bedingung, dass Russland sich von Korea fernhält, was Japan damals kolonisieren wollte. Die Verhandlungen scheiterten jedoch und so eröffnete Japan 1904 den Krieg, indem sie Port Arthur angriffen. Nach einer Reihe von Kämpfen gewann Japan schließlich den Krieg gegen Russland, was weitreichende Folgen mit sich brachte. Wichtige Folgen waren unter anderem der nun gewonnene Einfluss über Korea und das damit verbundene Annexion 1910, was Korea zu einer Provinz Japans machte. Der Aufstieg zu einer asiatischen Großmacht, die zum ersten Mal auf Augenhöhe mit dem Westen gesehen worden ist, weshalb man dann eben auch 1911 die ungleichen Verträge auflösen konnte. Weitere wichtige Folgen waren dann die Stärkung des Nationalbewusstseins der Japaner sowie der große Einfluss auf die Politik, die dann natürlich noch weiter in Asien expandieren wollte. Außerdem waren zum Beispiel die Demoralisierung Russlands und die Isolation Japans im asiatischen Raum Folgen des Krieges. Auch war es der erste Sieg eines asiatischen Landes über eine westliche Großmacht, was das Interesse des Westens an Asien deutlich erhöhte. Ihr seht also, Japan war um 1900 beziehungsweise ein bisschen nach 1900 wirklich eine starke Macht im asiatischen Raum, die auch imperialistisch sehr, sehr gut dabei war, was viele einfach auch gar nicht wissen hier, weil man es nie im Geschichtsunterricht macht, aber Japan hat wirklich zu dieser Zeit im asiatischen Raum sehr stark dominiert. Das war es auch schon ganz grob zum russisch-japanischen Krieg mit den wichtigsten Gründen, den wichtigsten Folgen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Neues mit auf den Weg geben, weiß vielleicht auch nicht jeder, dass Japan mal Korea annektiert hat und Korea mal für eine kurze Zeit zu Japan gehörte. Ich werde da wahrscheinlich auch nochmal ein gesondertes Video drüber machen über die Annexion Koreas. Auf jeden Fall sehr interessant und gut zu wissen, einfach mal auch so ein bisschen einen Überblick über die japanische Geschichte zu haben. Falls ihr euch jetzt noch mehr für Japan, Japanisch und die japanische Kultur interessiert, schaut gerne mal in der Beschreibung nach, da habe ich einige Online-Kurse für euch vorbereitet. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!